Assalamu alaikum, meine Damen und Chief Chanel. Und heute navigiere mich zum Adlon Hotel, zum teuersten Döner der ganzen Generation. Ja, ihr habt richtig gehört, wir gehen heute Döner essen, aber keinen normalen Döner, sondern den teuersten Döner auf der ganzen Welt. Damit ihr auch seht, wie ernst ich das heute meine mit dem Döner testen. Amanarim, Bandscheibe, Amanarim, Bandscheibe. Wallah, meine Nachbarn gucken schon, was ist mit dem passiert, Amanarim. Videocheck ist, Amanarim, Videocheck ist. Ekmek Paraselo. Esse, ich habe ein Video gesehen auf Yarak Talk. Und zwar ist da einer hingegangen. Er will mir sagen, es gibt einen Döner für 30 Euro. Ich muss das testen, weil, warum? Wir haben heute Besuch in Berlin. Unser Lieblingslibanese. Der einzig wahre, dicke, stinkende. Auf jeden Fall, Kurmanji Zani, Bashtadjani. Unser Bruder Abu Hassanito. Hey Leute, Hand aufs Herz. Ich erfahre, dass er seit einer Woche in Berlin ist und er schläft angeblich bei einem Freund. Seid mal ehrlich. Seit wann hat er einen Freund in Berlin? Er war noch nie in Berlin. Auf einmal, ganz plötzlich, hat bei mir eine Woche gechillt. Auf einmal hat er einen Freund kennengelernt in Berlin, einen alten Freund. Soll ich ihm das abkaufen oder nicht? So, Freunde, wir sind gleich da. Hier ist das Brandenburger Tor. Und ich muss hier gleich links. Hier ist dann das Adlon Hotel. Eine halbe Stunde, 2,50 Euro. Fängt ja schon mal gut an. Ja, direkt ein Parkhaus unterm Hotel. Also besser gesagt, das Hotel hat direkt ein Parkhaus. 2,50 Euro. Also normalerweise hätte ich für 2,50 Euro jetzt schon ein Billig-Hähnchen-Döner mit Fleisch-Salmonellen-Vergiftung essen können. Alles klar, guck mal, wo er hochgeht, bitte. Bitte, wo er hochgeht, Digga, bitte, ja. Guck mal, wo er hochgeht. Wie kann man... Geh doch da hoch, weißt du, was ich meine? Geh doch da hoch. Aber warum auch noch die falsche Richtung? Alter, jetzt habe ich meine Felge gefickt. Meine Felge, Junge. Weil ich zurückfahren musste. Junge, maximal Minus. Maximal Minus, ja. Geht hier hoch, dieser Geh doch da hoch, du. Also, gibt es keinen Aufzug hier? 30 Millionen Hotel. Oh mein Gott, ich kotze. Ich hab keinen Bock mehr, Junge. Was das Adlon Hotel, Amanarim? Ich geh Döner essen im Adlon Hotel. Das mache ich hier auf YouTube-Videos, Amanarim, ja? Ich würde das Auto doch weiterverkaufen, ja, Mann. So sauer, ich bin einfach so sauer. Ich bin so sauer. Pack jetzt aus Prinzip neben einem Bentley. Was wollt ihr machen? Ach, aus Prinzip, er soll sehen. Und vor einem Porsche, Lamborghini. Keine Ahnung. Ich fahre Tesla. Ich bin grün. Stell dir vor, ich knall jetzt noch gegen den Bentley und gegen den Dings. Ach, komm. Hier ist der Lambo. Hier ist der Bentley. Und ich pack mittendrin. Was wollt ihr machen? Hä? Was wollt ihr machen? Guck mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck, wie ich aussehe. Also, das ist ja mal das maximale klischeehafte Döner-Essen-Gehen-Outfit. Aber diesmal sind wir im Adlon, Digga. Und das macht mich ein bisschen stutzig. Ach, was juckt mich das, Digga? Ich habe aber auch ein bisschen Angst, dass ich nicht reinkomme, ne? Sag ich euch ehrlich, ich habe einfach Angst, dass ich nicht reinkomme, Digga. Stell dir vor, ich komm in einen Dönerladen nicht rein, Bruder. Junge, dann bin ich echt in meinem Leben schon überall. Also habe ich jeden Ort schon in meinem Leben hinter mir, wo ich nicht reingekommen bin. Ne? Das Brandenburger Tor, der Reichstag. Der Döner hat es bis hierhin geschafft. Weißt du, was ich meine? Der Döner hat es bis hierhin geschafft, Bruder. Wir sind da. Junge, hier ist gerade so eine spanische Touri-Klasse an mir vorbeigelaufen. Die haben mich angeguckt, als wäre ich ein Denkmalschutz am Ende. Ich habe zu denen gesagt, you never see a Kenneck in Berlin. Ja, it's normal, man. Brandenburger Tor. Hier ist das Hotel Adlon. Hier werden wir Döner essen gehen. Oh shit, Bobby. Es fühlt sich so komisch an. Für heute auch gar nichts gegessen. Ich habe so Kohldampf, mir ist schon übel so Hunger habe ich. Meine Hand ist eingefroren und ach du Scheiße. Da ist er. Seht ihr ihn? Der Libanese. Oh shit. Der Libanese. Und wie findest du erstmal die Umgebung, dass wir hier einen Döner essen? Gänsehaut, wieder 500 Kilometer und sonst gefühlt. Was erwartest du heute? Ich erwarte nichts, aber ich bekomme vieles. Stark. Rede. So. Rede. Wir sind heute im Adlon, nicht um einzuchecken, sondern nur um was zu essen. So, mit Nike. Und ich schwöre bei Gott, wäre das Wetter nicht so kalt, ich wäre mit Latschen gekommen. Lairi, was sollen die machen? Ich will nur ein Döner essen. So. Ich habe Angst, dass wir nicht reinkommen. Ja, ich auch. Gut, dass du da bist. Alles klar, komm mit Jogger heim. Ne? Extra. Ich verändere mich nicht für den Döner. Hast du Hunger? Ich habe heute noch nichts gegessen. Extra. Mal wer sagt, wir kommen nicht rein. Geh mal vor. Yo,
Freunde, nach einer kleinen Werbeunterbrechung geht's weiter mit dem Video. Ich möchte euch ein Produkt vorstellen, Manscaped Performance Package 4.0. Das Ding ist das Ding, was jedermann braucht. Und zwar nicht nur für deinen Bart, sondern auch für deine Eier. Wenn es sein muss, sogar für deine Brusthaare. Gebt euch. Baschlaja nehmen. Hervorzuheben sind erstmal diese Körpertrimmer. Ohren- und Nasentrimmer. Gebt ihr. Das steckst du so und so in dein Nasenloch. Dann keine Nasenhaare mehr. Damit ihr auch nachts euren Bart perfekt rasieren könnt, ist in diesem Rasierer noch ein 4000K LED-Licht mit eingebaut. Außerdem sind beide Geräte wasserdicht, sodass es kein Problem ist, im Badezimmer das Gerät abzustellen oder für andere Zonen der Ganzkörperpflege zu verwenden. Mit dem Crop Preserver Ball Deodorant und mit dem Crop Reviver Ball Toner ist auf jeden Fall sicherzustellen, dass du dich einfach hygienischer fühlst und riechst. Die Produkte sind alle sulfatfrei und vegan und dafür gemacht, dass sie frisch riechen. Sobald sie deine empfindlichen Stellen deines Körpers berühren, gehst du nie wieder zurück, weil es kein Brennen gibt. Wenn ihr das Paket bestellt, bekommt ihr noch eine Baba Boxer Shorts mit dazu. Bei so vielen Produkten, Digga, wo sollen wir die alle reinstecken? In die Manscaped fucking Travel Tash. Deswegen geh jetzt auf manscaped.com, klick auf den Link in der Videobeschreibung und gib den Gutscheincode MERTABI ein. Für nicht nur 20% Rabatt, sondern auch einen kostenlosen Versand. Baschlajane! Hallo. Hi. Wir wollen Döner essen. Ja, bitte rein. Dankeschön. Ja. Hier, dann geht's. Dann brauchst du nichts mehr. Dann geht's. Dankeschön. Dankeschön. Komm. Ja, ich sag, ich will Döner essen, wir haben daraus Dings gemacht. Sag, hier ist kein Hotel, hier ist Dings, Restaurant. Die passen gar nicht hier rein, ne? Das ist sehr unangenehm, Bruder, ich sag dir ehrlich. Ey, soll ich einfach wie ein Touri aufnehmen und kein Deutsch reden? Mhm. Yes, lass einfach Englisch reden. Hey, you want to eat Döner Kebab? Yes. Can we eat this? Yes, two person. Thank you. You're welcome. Thank you. Leute, der ist es. Einfach nicht deutsch. Oh, shit, man. Oh, shit, man. Kurz hier die Lobby filmen. Ja, Mann. Wir essen jetzt einfach ein Döner. Bruder, ich schäme mich so gerade, hier zu sein. Ne? Ich schwöre dir, wir sind das nicht. Lass erstmal einnehmen, wenn der, weil ich habe das Gefühl, der wird richtig ekelhaft schmecken. Ja, ich auch. Und wenn er so teuer ist. Kennst du diese unangenehme? Mir ist es immer unangenehm, wenn ich nicht aufesse. Ja. Weil die sehen, die hat da eklig geschmeckt. Alles weißt? Ich tue so, als würde ich ein wir Wasser bestellen trinken. Ein. Guck mal, das Wasser 10 Euro. Und wir bestellen Pommes oder so. Wenn es das hier gibt. Wenn es das hier gibt. Ich gebe mal. Warte, ja. Pommes rot-weiß. Red yellow. Alles klar. Nicht red, white, red, yellow, Digga. Red, white, red, yellow. Hier ist nur Wein, Digga. Freunde, lese ich gerade richtig. Ein Louis Röderer Kristall Rosé kostet 950 Euro, Bruder. Ah, hier. Adlon Klassiker. Adlon Currywurst mit Pommes. 23 Euro. Adlon Döner Kebab. 29 Euro. Wir nehmen den Adler Döner Kebab einmal. Freunde, wir wollen kein Essen verschwenden. Brauchen Sie noch einen Moment? Yes. Wir nehmen das rein, ja? Yes. Oder willst du Kuchen? Yes. Weil Cheese Fries ist wieder getrüffelte Cheese Fries. Nein, Junge, was für alles Trüffel? Willst du Kuchen einfach? Ja, einfach Kuchen. Ein Eisbecher gibt es hier, der heißt Elefantenbrunnen. Wie viel? 21 Euro. Willst du den Apfelstrudel oder den Elefantenbrunnen? Den Elefantenbrunnen. One Döner Kebab. Yes, sir. And one, this one. Okay? Yeah. Yes. And you have just Cola? Yes. Okay, two times, please. Two regular cola. Or do you want zero? Yeah, cola zero for me. One zero, one normal. Yeah. Okay. And you like ice and lemon for your cola? Yes, lemon. Yeah. Lemon. Perfect. Nice, yeah. thank you. Wir müssen. Vergiss Bewirtungsbeleg nicht. Yes. Wie heißt das auf Englisch? Keine Ahnung. Schon sehr unangenehm, ich sag dir ehrlich. Aber Bruder, ich schwöre dir, wenn ich hier Deutsch rede, die lassen mich nicht filmen. Und die, ach, die wissen dann, ich bin ein Ausländer, weißt du, was ich meine? Aber wenn ich sowieso Englisch rede, denken Tamam Turi. Er ist krank. Ja. Nein, Turi. Er hat bestimmt Zimmer hier. Yes. Yes. Boah, Digga. Ist das umsonst? In der Türkei geben die dir das? Du denkst, es ist umsonst? Digga, aber ich hab noch nie so große Oliven. Bruder, ich liebe Oliven. Ich muss die essen. So große, nee, ich muss die so Oliven essen. Ich nehme auch einen. Ja. Wow, sehr gut. Was, kann man das essen? Ist das Pommes? Was ist das? Chips. Schmeckt sehr teuer. Ja, Mann. Ist hier normalerweise mit Gabel und so? Also wenn das umsonst ist? Digga, das ist 10 von 10. Erzähl mir über dein Geld. Ich rede Erzähl nicht mir über, über dein Geld. Geld redet über mich. Wirklich? Deswegen,
willst du auch, dass Geld über dich redet? Dann komm in die WhatsApp-Gruppe. Komm in den Discord. Dankeschön. Ist das Hähnchen? Was ist das? Kalb. Das ist Kalbfleisch. Okay, danke sehr. Okay. Der Döner stinkt richtig, Digga. Was ist dieses Trüffel? Was ist dieses Trüffel? Freunde, das ist der Döner. So kommt der an. Also der sieht so eigentlich, der sieht saftig aus, ne? Der sieht nämlich saftig aus, ja. Was ist das? Eiran oder was? Ey, das ist Eiran. Ich schwöre dir, das ist Eiran. Willst du als erstes reinbeißen? Nein. Ich will damit nichts zu tun haben. Das Fleisch sieht nicht... Willst du erstmal das Fleisch hoch? Ja, ohne. Das ist Trüffel. Das hier ist Trüffel. Ne? Boah, das, ich hasse Trüffel, Bruder. Es gibt Leute, die. Ich verstehe immer noch nicht, was ist einfach. Schimmel, Bruder. Hassan. Walla, das schmeckt sehr gut. Das schmeckt richtig gut. Das ist das Fleisch, ja? Das ist das Fleisch. Die Gewürze auch. Das ist ein Steak. Ja, Mann. Das ist ein Steak, das ist kein Döner. Das ist krass, ne? Das ist aber kein Döner. Ja, das ist ein Steak. Das ist krass, ne, das Fleisch? Hat dir das gefallen? Oder ist dir das zu roh? Es ist so etwas Neues. Willst du reinbeißen? Willst du reinbeißen? Nein, ich will das nicht reinbeißen. Ich beiß richtig ehrenlos einfach rein. Ich hab mein Eis. Ich probier mal nur den Trüffel alleine. Ja. Yeah. Und? Wonach schmeckt der Schimmel? Schmeckt nach nix. Willst du mal probieren? Nein. Das ist Käse, lo? Probier mal. Schmeckt nach nix einfach. Mal einfach Papier. Ja, es schmeckt auch nach Papier. Hat keinen Geschmack, ne? Aber warum riecht das so streng dann? Ist das, ja, das ist Trüffel. So, ich probier jetzt. Sind hier Soßen drin überhaupt? Ja, Mann, hier sind Soßen drin. Nimm mal auf. Was denn für Soße? Ach so, die Soße ist Trüffel. Die Soße ist Trüffel. Mach das mal doch. Nein. Ja, welche Soße ist drin? Die Soße ist Trüffel. Bisschen leider noch mal rein. Sei ehrlich, würdest du... Den Eiran dazu, den Eiran dazu. Vergiss den Eiran nicht. Okay. Finger, kleine Finger nach oben, Junge. Kleine Finger nach oben, vergiss das nicht. Der Geschmack kommt nur so. Der schmeckt krasser. Der Eiran ist sehr gut. Ja? Magst du Eiran? Trinkst du Eiran? Ja. Musst du probieren. Der Eiran schmeckt sehr gut, Bruder. Boah, krank. Der Eiran schmeckt sehr gut. Der riecht, Digga. Bruder. Krank, Alter. Ey, der Finger, der kleine Finger, stark. Oh, und dann sage ich, gebe ich gleich meinen Senf zu dem Döner. Jetzt kommt's, Alter. Ja. 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 Saftiger Biss. Saftiger Biss. Diese Soße, diese Trüffelsoße ist es nicht, ne? Und? Es ist so ekelhaft. Ich schwöre auf meine Mutter. Diese Trüffelsoße knallt in deine Nase rein, ja, und ich fühle mich gerade so, als hätte ich in eine Kuh gebissen. Ja. Ich schwöre, das Fleisch ist roh. Das ist ein Steak, was ich gerade gestern. Das ist so wie du hast ein Steak hier. Das Fleisch feiere ich aber, sage ich dir ehrlich, aber diese Trüffelsoße ist nicht meins. Trüffelsoße, Müll. Trüffelsoße. Extrem. Bruder, Trüffel ist halt so ein Ding, das ist echt Geschmackssache, ne? Also definitiv nicht mein Geschmack. Und Fleisch, ich sag dir ehrlich, zu roh für mich. Geht, ja. Ich finde das eigentlich... Das ist ja Geschmackssache, aber für mich... Ich finde, Fleisch muss ein bisschen roh sein, damit man... Wir haben nichts falsch gemacht, dass wir nur einbestellt haben. Ja, ich wusste es eh. Das ist gar nicht meins. Also wirklich. Es ist mir gerade schwer gefallen, runterzuschlucken. Ich finde ihn nicht ekelhaft. Ich dachte echt, der schmeckt ekelhaft. Ich bin hier wirklich nur... Ja. Yes, thank you. Englisch. Ist sie weg? Ja. Okay. Aber wir reden die ganze Zeit Deutsch, warum? Ich glaube,
es gibt wirklich Leute, die würden diesen Döner lieben, ne? Wallah, ich meine das ernst. Aber also, jemand, ich der sage Trüffel, dir, es ist, also Bruder, für mich, jetzt, wenn du mich, es ist kein Döner. Das ist kein Döner. Bruder, das kannst du nicht sagen, weil was ist denn ein Döner? Ja, Hähnchenfleisch, Kalbfleisch, es gibt viele Arten von Döner. Ja, es aber gibt, den, also der, okay, den kriegst du so nicht. Den habe ich so noch nie gegessen. Boah, es ist für mich ein Döner, Bruder. Ich sag dir alles. Okay, andere Frage. Ist das der Preis wert? Nein, auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht, ja. Bruder. Auf jeden Fall nicht. Aber ich würde hier auf jeden Fall nie wieder das essen, weil es ist nicht mal. Ich würde wegen dem Preis schon, Bruder. Was ist das 29 Euro für einen Döner? Aber. Ich habe ein Parkticket bekommen. 25 Euro Strafe. Wir haben hier einen Döner dafür bekommen. Bruder, ich sag dir ehrlich, Leute, die Trüffel mögen und reich sind, ich schwöre dir, ich glaube, die kommen hier öfters Döner essen. Ich glaube, die essen das nur wegen dem Preis, weil die im Kopf haben 29 Euro. Bruder, nein, der schmeckt nicht schlecht, ich sag dir ehrlich. Ich weiß nicht, obwohl ich Trüffel was hasse. Was genau schmeckt nicht schlecht? Das Fleisch nur? Das Fleisch ist gut, Bruder, die Gewürze sind gut. Das Brot ist Baba. Warte, ich beiß jetzt von dem. Ich beiß von der jetzt Mitte. Von dem wichtigsten Punkt überhaupt an. Ihr wisst Nutella-Brot. Ja. Bei Toastbrot, man isst erst den Rand und dann kommt das Geilste, diese das Mitte. Ja, und das ist hier das Gleiche. Man schneidet den Rand ab und isst direkt nur das Mitte. Willst du nicht nochmal probieren? Nein, ich will nicht. Also ich gebe den Döner von 10. Geschmacklich. Es ist ganz anders, Bruder, und ich hasse Trüffel eigentlich, aber das schmeckt schon irgendwie, aber irgendwie schmeckt es auch nicht, ich weiß. Vielleicht, wenn man das öfters trinkt. Ich sage einfach 6,5, gebe ich dem, ne? Ich gebe ihm 6,5, preislich. Minus 1. Ja, 0, Bruder. 0. Ganz ehrlich, preislich, Bruder, 29 Euro, tschüss, Digga, tschüss, Junge. Okay. Das war's auch. Weil hier kommt jetzt der Teil. Hier kommt jetzt der Teil. Mich hat echt nur das Fleisch gekickt an dem Döner. Der Rest. Ja, Bruder, das ist immer so. Diese Soße und so. Aber ich überlege nur einmal fürs Video nochmal da reinzubeißen. Nur zum Testen, Bruder. Obwohl ich das hasse, Freunde, ich mach das echt nur zum Testen. Ich mach jetzt Hardcore-Döner-Tester, ne? Ich beiß. Nee, ich kann das nicht. Aber es riecht schon sehr streng jetzt, Bruder. Oh mein Gott, Digga. Du willst nur die Soße. Nee, scheiß drauf. Hier ist noch ein Stück Fleisch, jawohl. Jawohl, hier ist noch ein Stück Fleisch. Boah, die haben da so kranke Gewürze im Fleisch, ne? Bruder, was? Die Cola kostet 7,90 Euro. Niemals. Ich schwör bei Gott, Digga. Habe ich Coca-Cola gekauft, die Marke? Oder habe ich Wir haben Aktien. Wir haben Aktienanteil. Bruder, hätte ich das gewusst, ja. Ich dachte, okay, 5 Euro so. Wallah, wir hätten uns sogar die Cola geteilt. Ich hätte nichts getrunken, Bruder, aber ich hätte nicht mal eine gekauft. 7,90 Euro, ein Junge. Kein Bewirtungsblick, scheiß drauf. Ich sage ja. It's okay, so. Thank you so much. Can I have a receiver? Yeah. Okay, thank you. Receiver, ne? Das ist Receiver? Mein Vater damals ist Receiver verkauft. Jeden Schluck. Warte, da ist noch was drin. Da ist noch was drin in den Augen. Jesus, Mann. Du siehst das, ne? Wie ich sie. Ich wollte witzig sein fürs Video. Sie hat Resmen gesehen, wie ich diesen letzten Tropfen aus der Flasche gezapft habe, Digga. Wir sind solche Penner, Junge. Und gut geschmeckt? Sehr gut geschmeckt. Ja? Wirklich sehr, sehr, sehr gut. Danke dir. Freunde, das war's auch mit dem Video. Wie gesagt, ich würde es nicht nochmal machen, aber an jeden, der sehr neugierig ist und der Trüffel mag, man kann es mal testen, auf jeden Fall. Also, obwohl ich Trüffel hasse, ich hasse wirklich Trüffel, aber der Döner hat mir nicht so ekelhaft geschmeckt, weil das Fleisch war schon sehr gut. Aber das war halt nur ein Experiment, ne? So, ich würde niemals in meinem Leben, Bruder, 29 Euro, Junge, Alter, Digga. Alter, Inflation okay, ne? Boah, Alter, was ist das? Meinst du, das war vor der Inflation günstiger? Nee, ich glaube, das war günstiger.
Auf jeden Fall, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, alles klar. Alles klar, nochmal. Dann macht einfach gar nichts. Nee, alles gut. Aber eine Frage interessiert mich doch. Oder eine Sache interessiert mich sehr. Habt ihr Bock auf mehr von solchen Döner-Test-Videos? Ich sag euch ehrlich, ich hab Bock drauf. Ich hab Bock, die verrücktesten Döner überhaupt auf der Welt zu essen. Wenn ihr Bock drauf habt. Lasst uns nicht nach China jetzt fliegen. Lasst mich jetzt nicht nach Tokio ein Seel-Aal-Fisch-Döner essen. Der originale Döner-Tester, Digga. Ihr wisst Bescheid, Digga. Das einzig wahre 20 Jahre Gastronomie-Erfahrung. Ich bin der Döner und ich verteile die Punkte. Und der hat von mir eine 6 bekommen. Von 10. Assalamu alaikum. Meine Damen und Herren, Chief Chanelin. Ich bin gerade schockiert, Leute. Video sollte vorbeigehen eigentlich, ne, Junge? Guck mal, wir waren 10 Minuten hier. Ja, okay. Eine Stunde, 6 Minuten. Nee, 6 Minuten. Like eine Stunde, Junge.